Beitragshammer für Millionen Krankenversicherte. Krankenkassenzusatzbeitrag soll laut Bild-Zeitung im Jahr 2025 um bis zu 0,8 Prozentpunkte steigen. Der Nettoklau wird immer schlimmer. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich stütze mich auf einen Medienbericht der Bild-Zeitung vom 16.10.2024. Ich blende es hier schon mal ein, dass Sie es sehen können. Und zwar Rekordplus, Krankenkassenbeitrag soll steigen. Und zwar Beitragshammer für Millionen Versicherte. Diese Woche berät der sogenannte Schätzerkreis aus dem und der besteht aus Vertretern des Gesundheitsministeriums und der Krankenkassen, um die Finanzlage der Krankenversicherungen zu analysieren. Und jetzt steht das Ergebnis nach Politico-Informationen aus Teilnehmerkreisen fest. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag muss im kommenden Jahr um 0,8 Prozentpunkte auf 2,5 Prozentpunkte angehoben werden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben aktuell 1,7% Zusatzbeitrag, bundesweiter Zusatzbeitrag. Nächstes Jahr soll es um 0,8 Prozentpunkte auf 2,5 hochgehen. Das ist der höchste Anstieg des Zusatzbeitrags in der Geschichte. Klar ist, die Finanzlage der Krankenkassen ist dramatisch. Schon im laufenden Jahr mussten viele Krankenkassen ihre Beiträge erhöhen und zum Beispiel auch mehrfach erhöhen, haben wir ja auch schon davon berichtet. Aber was hier los ist, ist Irrsinn, meine Damen und Herren. 0,8 Prozentpunkte im Schnitt. Das heißt also, es kann sein, dass Krankenkassen sogar noch drüber gehen und aus den 0,8 Prozentpunkten dann vielleicht 1,2 Prozentpunkte machen, meine Damen und Herren. Und dann sieht die Sache noch viel, viel schlimmer aus. Also, ich kann nur so viel sagen. Der Nettoklau, so wie es die Bild-Zeitung hier auch tituliert letzten Endes oder schreibt, nimmt immer dramatischere Folgen an. Es ist schlimm, was hier los ist in Deutschland. Unser Bundesgesundheitsminister hat den Laden nicht mehr im Griff. Er hat ihn nicht unter Kontrolle. Seit Jahren gehen die Beiträge der Krankenkassen, aber auch der Pflegekassen immer mehr nach oben. Ich hatte ja in den letzten Tagen auch schon in mehreren Videos davon berichtet. Aber das hier, meine Damen und Herren, das, was wir heute lesen und die Bild-Zeitung, gehen Sie bitte immer davon aus, ist sehr gut informiert, ist wirklich ein Skandal allererster Sahne und Güte. Erst waren es 0,6%, dann 0,7% und jetzt 0,8%. Meine Damen und Herren, ich glaube noch nicht einmal mehr daran, sondern ich denke, wir werden noch viel Schlimmeres erleben, was sich nächstes Jahr hier in Deutschland in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung abspielt. Meine Damen und Herren, das muss ich auch wieder zum Anlass nehmen und sagen, wir brauchen eine fundamentale Reform unseres Gesundheitswesens. Wir brauchen auch eine fundamentale Reform dahingehend, dass alle in die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung einzahlen. Es kann niemand in Deutschland, niemand, weder ein Unternehmer noch Beamte noch Selbstständige noch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Politiker ein wie auch immer geartetes Interesse daran haben, dass dieses System den Bach runtergeht, meine Damen und Herren, weil das hätte katastrophale Folgen für unsere Wirtschaft und auch für unser Gemeinwesen. Ich kann nur sagen, das muss aufhören, dass die Beiträge nach oben gehen. Wir brauchen eine einheitliche Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung und eine Pflegevollkaskoversicherung, eine Pflegevollversicherung auch in Form einer Bürgerversicherung, damit dieser Irrsinn aufhört. Betroffen davon sind ja nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern viele Millionen Rentnerinnen und Rentner, die in der Krankenversicherung der Rentner versichert sind. Die werden sich nächstes Jahr freuen über die Auszahlbeträge, die nämlich dann wieder sinken werden. So ist die Realität. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.